Gott, ich möchte euch einen Haul abdrehen. Ich habe in letzter Zeit ziemlich übertrieben wieder. Ja, ich habe es jetzt diesmal aufgeteilt. Ich habe Fashion in ein Video aufgeteilt. Das kommt dann nach dem Video online. Und jetzt kommen die ganzen Beauty-Produkte. Die sind ziemlich übertrieben. Nicht nur Beauty, ich habe auch die ganzen anderen Sachen, diese Masken. Und dann habe ich mir noch sowas hier gekauft von Primark. Das habe ich auch jetzt in das Video gegeben. Ihr könnt es euch vorstellen, wie heiß mir ist. Meine Haare sind da hinten komplett nass, weil bei mir in der Wohnung ist so extrem heiß. Ich habe auch jetzt gerade den Vorhang zu. Normalerweise habe ich ja immer den Vorhang offen. Ja, also ich schwitze wie ein Schwein. Bei mir tröpfelt alles runter. Ich überlege auch schon wieder, dann duschen zu gehen, weil meine Haare sind schon wie... Ich bin so aggressiv schon wegen dieser Hitze, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hasse diese Hitze. Ich bin froh, wenn der Sommer bald vorbei ist. Ich kann es echt nicht mehr hören oder nicht mehr ertragen. Es ist furchtbar. Also, mir wäre es lieber, wenn der Sommer wieder vorbei wäre. Wirklich. Also, ich hätte lieber wieder gerne den Herbst. Ich habe mir auch so dezent wie möglich geschminkt. Ich werde das wahrscheinlich sowieso wieder abwaschen. Na, also... nee. Ich wollte eigentlich so ein Schminkvideo machen, aber ich wollte es nicht 10 Schichten raufklatschen, weil ich schwitze ja jetzt schon so dermaßen. Okay, aber um das soll es nicht gehen, fangen wir mal an mit dem Video. Also, als allererstes habe ich mir beim Primark gekauft, ich glaube um 2 Euro. Das ist ein Messbecher mit Mickey Mouse Köpfen in Pastellfarben drauf. Ich habe mich so verliebt in den, ich musste den einfach mitnehmen. Da drauf hängen dann noch solche Backutensilien. Nicht, dass ich die jemals verwenden würde, aber... ja. So, egal, aus mit dem Rumgemecker. Noch ein paar Sachen von Primark. Ich habe mir eine neue Flasche gekauft. Ich habe die mit Minnie Maus, ich kann nur den Deckel schon wieder nicht finden. Und weil ich mit denen so zufrieden bin, weil da eigentlich das Wasser sehr lange kalt bleibt in der Flasche, habe ich mir jetzt die mit Stitch noch gekauft. Das ist so ein richtiger gemischter Haul, weil ich war beim TK Maxx, beim Primark, beim Action, beim DM, beim Müller. Also ich habe überall was gekauft. Außer die, ich weiß nicht, warum ich die jetzt gerade da drin finde. Die hat mir eine Freundin geschenkt, weil sie die zum Geburtstag bekommen hat und sie mochte die nicht. Keine Ahnung, was die im Holding macht. Ich habe mir dann noch Winnie Pooh Büroklammern gekauft. Weil die um 2 Euro reduziert waren. Ich bin ein Freak. Noch vom Primark habe ich mir zwei Pinzetten gekauft, weil mein Freund verschmeißt alle Nagelscheren und alle Pinzetten. Deshalb habe ich mir gedacht, ich kaufe mir neue Pinzetten. Und weil es auch mit Mickey Mouse auch noch war. Dann habe ich so eine Aufbewahrung gekauft, weil ich mir denke, dass da vielleicht besser die Duftproben reinpassen. Ich habe ja im Vorzimmer so einen kleinen Karton und da möchte ich jetzt noch die anderen reingeben, die noch übrig sind, weil ich habe wirklich viele Duftproben. Und es hört einfach nicht auf, ne? So, es ist wirklich alles gemischt, weil ich habe alles nur zusammengesammelt. Ich hoffe, ich habe auch nichts vergessen, aber wenn, kann ich es euch ja im nächsten Video herzeigen. Aber ich habe echt, muss ich sagen, übertrieben. Ja, ich habe mir diese After Sun Indush Lotion wieder gekauft von Clarence, weil ich muss sagen, ich liebe dieses Teil. Ich liebe es. Ich finde das von der Qualität sehr gut. Ich war ja vor kurzem auch als Schwimmen und ich habe auch vor, dass wir in Budapest, für die Video und ich fahre ja dorthin. Ich freue mich schon so extrem auf meinen Urlaub. Da werde ich das mitnehmen, weil da gibt es auch einen Pool in unserem Hotel und das werde ich halt auch als Shampoo dann verwenden. Ich liebe dieses After Sun Produkt von Clarence. Ich habe auch jetzt nur die Verpackung aufgehoben, weil das Produkt steht schon in der Dusche. Ich liebe es. Ich würde mir das immer wieder nachkaufen. Ein paar Masken. Ich habe gesehen, dass leider die Augenmaske, die ich ja so gern hatte, von Primark rausgeht, diese Augenpatches. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich die in den Kühlschrank hingeben soll, weil ich habe vor kurzem meine Augenpads geschlichtet und habe gesehen, ich habe mir so viele gekauft. Also wird das sehr spannend. Ich habe mir sehr, sehr viele von diesen Augenpads von Primark gekauft, weil die, wie gesagt, um 1 Euro reduziert waren. Ja, was soll ich euch sagen? Das sind alle. Ich verstecke mich eh schon. Aber ich mochte die ja so gerne. Ich hasse das, wenn das dann... Weil ich glaube, dass sie nur reduziert sind um 1 Euro, weil sie aus dem Sortiment gehen. Was anderes kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich habe mir da wirklich so viele wie möglich geschnappt. Weil ich weiß ja nicht, wann ich wieder zum Primark komme. Dann habe ich mir noch ein... Also so Nose Straps genommen vom Primark. Da sind 5 Stück drinnen. Weil ich die von Biore, glaube ich, mir noch nicht gekauft habe.
Und deswegen habe ich dort die gesehen und habe mir gedacht, ich nehme es mal mit. Ich bilde mir nämlich ein, ich habe welche probiert und die waren nicht so schlecht. Von Action habe ich auch eine Tuchmaske mir gekauft. Ich sehe die nämlich immer bei einer YouTuberin. Ich habe jetzt vor kurzem nämlich eine neue YouTuberin gefunden. Die heißt Ramis. Ihr müsst ihr unbedingt mal ihr Video anschauen. Ich kipp voll in ihren Videos rein, genauso wie bei Miki. Bei Miki Monumental. In die beiden Videos kippe ich eigentlich am meisten rein, also von den beiden YouTubern. Und sie hat von Action die Maske in ihren Aufgebraucht-Video gezeigt und sie hat noch zwei andere gezeigt. Die müssen da irgendwo noch rumkugeln, also ja. Und ich bin gespannt, wie die ist. Ich möchte unbedingt wissen, wie die ist. Ich habe mich immer davor gedrückt, die zu kaufen, aber jetzt habe ich es endlich mal. In Bad Ischl, wo die beste Freundin und ich waren, habe ich Seifen gekauft. Das kann ich dann endlich meinem Bruder die geben. Ich habe mir bei dem Laden zwei Badebomben gekauft. Einmal eine mit Honig. Zumindest denke ich mal, dass es eine mit Honig ist. Ja. Honeybee heißt die. Einmal eine Darling Flower heißt die. Die hat so eine Rose, rote Rose obendrauf. Ich habe die ja noch nicht probiert, aber ich bin gespannt, wie die sind. Für meinen Bruder habe ich so eine Ananas-Seife gekauft. Die sieht so aus. Bin gespannt, ob er die eh mag vom Duft her. Oder sucht sich was anderes aus. Ich habe mir dann noch so eine Mandelseife gekauft. Die riecht so genial. Freue mich schon, wenn ich die benutzen kann. Jetzt habe ich sie euch ja endlich gezeigt. Dann habe ich noch eine Melone mir gekauft. War ja klar, oder? Wäre ein Wunder gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Und dort gab es noch ein Peeling, das ich unbedingt ausprobieren wollte. Das heißt Mango Körperpeeling. Weil wir fahren ja wieder dorthin und ich möchte es unbedingt noch davor testen. Aber davor möchte ich halt noch gerne irgendein... Boah, ich fange an zu schwitzen da unten da. Davor möchte ich unbedingt noch eines aufbrauchen, bevor ich das mir noch ins Badezimmer stelle. In Bad Ischl, ich hoffe, ich ramsche jetzt nicht so sehr damit rum, habe ich mir noch zwei Magnete mitgenommen. Weil ich sammle ja Magnete, falls ihr das noch nicht wisst. Und die beiden habe ich mir noch mitgenommen. Jetzt sieht man sie. Ich freue mich schon, wenn ich die endlich auf meinen Kühlschrank geben kann. Dann habe ich beim Tiki Max, da war ich nämlich auch, habe ich ein Duschgel gefunden von Cores. Und das ist, glaube ich, mit, genau, Gurke und Bambus. Sieht so aus. Ich bin schon gespannt, wie das ist. Freue mich extrem drauf. Weil ich habe... Ich zeige euch die gleiche, ist ja wurscht. Ich habe mir bei Müller nämlich auch das Kokos-Duschgel zweimal gekauft. Das war nämlich in so einem Duopack und das war günstiger, als wenn man sich so kauft. Also, ja. Eines will ich mir auch unbedingt ins Badezimmer stellen, weil ich hatte die Bodylotion davon ja auch und ich muss sagen, ich liebe die Kokosreihe davon. Die beiden Sachen habe ich mir im Bad Ischl gekauft. Den Badezusatz werde ich mir aufheben oder ich werde ihn benutzen. Ich bin mir noch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich wollte ihn eigentlich dort verwenden, habe aber dann vergessen, weil ich ja sowieso eine Badewanne habe, habe ich dann das nicht dort benutzt. Da war ich dann nur duschen, komischerweise auch spannend, oder? Ja, das heißt Tropical Fantasy. Ich fand die Meerjungfrau da oben so süß. Ich habe das nämlich noch nie gesehen. Ich habe das nicht mal bei Müller, glaube ich, gesehen. Deswegen habe ich mir den mal gekauft. Mal schauen, ob ich ihn entweder mitnehme wieder und ich probiere ihn dann in Urlaub aufzubrauchen oder ich benutze ihn zu Hause. Mal schauen. Ich habe mir auch die Augenpads gekauft von Balea. Ich habe die ja schon so lange nicht mehr verwendet. Und ich habe, glaube ich, nur, ich glaube, zwei Packungen habe ich jetzt noch. Und ich benutze zwar echt gerne die Hydrogel-Augenpads, aber ich mag auch die von Balea so gerne. Auch die von Action, da habe ich auch ziemlich viele. Und die sind mir abgegangen, deshalb habe ich mir gedacht, kaufe ich mal die wieder nach. Ich bin ein bisschen eskaliert. Es war -20% auf die Kadeverre, auf die Eigenmarke, auf die Masken. Das ist noch lang nicht alles. Ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe mir von der Lemon Cupcake nochmal 10 Stück mitgenommen, aber ich benutze die ja jeden Monat. Und ja, habe die sogar gleich in Karton mitgenommen. Bevor sie aus dem Sortiment gehen, wollte ich halt noch welche kaufen. Ich meine, ich kaufe sie dann sowieso auch, wenn sie rausgehen, weil da sind sie auch günstiger. Aber ich habe mir gedacht, mit den 20% ist da nichts verkehrt. Dann habe ich mir eine mitgenommen, die heißt Schaumparty. Die will ich dann unbedingt ins Badezimmer schon geben, damit ich die so bald wie möglich verwenden kann, weil das soll so eine Schaummaske sein. Ich finde die Entchen da drauf ja so herzig. Ich werde die mir dann sofort ins Badezimmer geben, damit ich die nächstes Monat mal probieren kann.
Dann habe ich noch eine Alpaka Love Tuchmaske mir gekauft. Die sieht so aus. Die möchte ich auch bald probieren. Die lasse ich mir auch schon im Badezimmer. Weil die Verpackung ist mega süß. Und wenn die dann rausgeht, überlege ich, ob ich sie mit am Bunker oder nicht. Augenpads. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich mir so viele von der Eigenmarke gekauft habe. Ich habe mir einmal die goldene mitgenommen. Ich habe überlegt, welche Sorten es gibt. Es gibt ja blau, orange und gold. Also einmal habe ich mir die goldene mitgenommen, einmal die orangene, diese Energize und einmal diese Hydro, diese blaue. Dreimal, Entschuldigung, da verschleiße ich gleich zwei Stück. So, ist aber glaube ich noch lange nicht alles, weil es ja nicht reicht mit Masken. So viel zu, sie kauft sich keine mehr. Habe ich mir noch die, also das war alles ein gesamter Haul von dieser Eigenmarke, weil ja die minus 20% war. Also habe ich, Blödsinn, ich habe mir glaube ich zwei jeweils immer von denen genommen, oder? Nö, ich irre mich. Ich habe von jedem drei gekauft. Wenn man das nicht mal mehr weiß, ist es echt dramatisch, oder? Also insgesamt immer drei von dem, drei von den blauen und drei auch von den goldenen. Die goldenen werden wir sicher bald finden. Eine neue zum Ausprobieren habe ich mir gekauft, weil ich versuche noch immer, mich mit Shabens anzufreunden. Ich darf die Haare nicht so viel bewegen, weil dann sieht man gleich erst, wie sehr ich schwitze, wenn ich nur sitze in der Wohnung. Das ist echt zum Kotzen. Nur so zum Info. Es ist noch lange nicht vorbei mit Masken. Also jetzt kommen ganz, ganz viele Masken, da muss ich das nicht 100.000 Mal sagen. Ich gebe nicht auf und probiere noch eine von Shabens. Das ist eine hautklärende Maske. Pure Skin heißt die, glaube ich. Ja. Ich wollte es mal probieren. Ich habe eine Zeit lang jetzt ein bisschen Probleme mit Unreinheiten gehabt und wollte die mal ausprobieren. Mal schauen. Dann habe ich mir zweimal, die wollte ich mich unbedingt haben, mir ist die aber jetzt nicht so teuer, aber ich denke, wenn die anderen nicht so teuer sind, ich glaube, die anderen Tuchmasken kosten so 1,49 oder so, aber die ist die einzige, die 2,49 kostet, was ich nicht verstehe und deswegen habe ich mir die jetzt mit die 20% endlich mal gegönnt, zweimal gleich. Ich fand die Verpackung schon immer genial und wollte die immer schon ausprobieren. Aber diese 2,49 haben mich halt abgehalten, irgendwie dämlich, oder? Weil normalerweise kaufe ich mir auch teure Sachen, aber da habe ich es jetzt ausgenutzt, weil ich eh so viele habe. Vielleicht habe ich es deswegen nicht gemacht. Nehmen wir es mal so als Ausrede. Ich habe mir die nie gekauft um 2,49, weil ich eh so viele habe und jetzt, wo die 20% waren, ich kleines Opfer, musste ich die natürlich mitnehmen. Dann habe ich es gleich ausgenutzt und habe mir die Lippenpatches auch von unserer Eigenmarke von Müller mitgenommen, weil ich die schon länger nicht mehr probiert habe. Ganz am Anfang, aber da war ich ja noch nicht so ein Lip-Patch-Junkie wie jetzt da. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mir nochmal 5 Stück mit und mal schauen. Ihr werdet sie dann in einem Aufgebraucht-Video sehen. Dann habe ich mir noch After-Sun-Masken gekauft, wenn meine fast leer sind. Ich habe aber, glaube ich, noch eine von Garnier, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ich mag die Hydrogel von der Müller-Eigenmarke. Unsere, warum sage ich da unsere? Von der Müller-Eigenmarke mag ich die Hydrogel-Lavoson so gerne. Deswegen habe ich mir die auch noch ein paar Mal nachgekauft. Ja, wenn nicht, kann ich sie ja dann fürs nächste Jahr aufheben. Also, ja. Und ich werde mir vielleicht auch ein paar in Urlaub mitnehmen, wenn ich es hinkriege. Weil ich bin ja so ein Junkie, ich nehme die leeren Sachen ja dann wieder von Urlaub zurück mit. Also, ja, mal schauen. Mal schauen. So, dann habe ich dann noch mehr. Noch einmal zweimal die Augenpads in Gold. Habe ich gesagt, ich habe sie mir von jeder Sorte dreimal mitgenommen. Dann habe ich zum Probieren einmal die AHA Glow Booster Tuchmaske mitgenommen. Von der Eigenmarke, aber auch nur eine, weil ich sie probieren will. Die Illuminating Glow, die Hydrogel. Ihr wisst ja, ich liebe Hydrogelmasken. Habe ich mir auch einmal mitgenommen. So wie die Vitamin C. Das ist, glaube ich, auch eine Hydrogel. Genau. So wie die Vitamin C. Und die Hydro Booster Hydrogel. Ich mag ja die Hydrogel so gerne und ich finde, es gibt nicht so viele Marken, die Hydrogelmasken haben. Außer limitiert. Die waren jetzt nur noch um 1 Euro und ich habe sie mir mitgenommen dreimal noch. Ich habe die nämlich in einem. Ihr werdet sie bald in einem Aufgebraucht-Video sehen. Ich finde, das schaut eher so aus, wie als würde sie nach Kaffee oder Donuts oder so riechen. Aber die riecht extrem geil nach Zitrone. Und deswegen habe ich mir die jetzt mitgenommen, nochmal dreimal. Weil die geht ja dann eher aus dem Sortiment. Okay, ein paar haben wir da, glaube ich, noch, was ich da gerade sehe. Okay, zwei habe ich noch. Ich habe mir auch um 1 Euro reduziert. Nochmal die Melone-Masken mitgenommen. Die Avocado habe ich jetzt leider nicht mehr erwischt. Aber die Melone habe ich noch zweimal erwischt.
Da bin ich eh traurig, dass, weil ich habe gesehen, es gibt nur noch 3, weil ich habe euch ja gesagt, wenn sie noch im Geschäft da sind, kaufe ich mir die auf jeden Fall. Dann waren es nur noch 3, dann war die dritte auf einmal weg und dann waren es nur noch 2. Da bin ich schnell zum Regal reingerannt und habe mir gedacht, nein, 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 die 2 nehme ich mir auf jeden Fall mit und 2 tun ja nicht weh, oder? Die Frage ist nur, wo ich das alles hingebe, aber darüber reden wir gerade nicht. Dann habe ich eine extreme Shampoo-Phase in letzter Zeit und kaufe mir, was das Zeug hält, lauter Shampoos, was ich nicht nachvollziehen kann, warum ich das mache. Ich werde es wohl nie lernen, dass ich bei einem mal bleibe. Ich habe mir wieder das Volumen-Shampoo von Terra Naturi gekauft, weil der Freund von mir, der Stefan, sorry, der Stefan benutzt das mit. Gratis dazu mit der Müller-App gab es jetzt eine Spülung, die man sich aussuchen konnte und ich habe mir halt die jetzt mitgenommen. Mal schauen, wie die ist und ob ich es nicht wieder verschenke, weil das Problem ist bei mir, Spülungen bringen bei mir nicht wirklich viel was. Dann gab es mit der Müller-App auch auf Naturebox 20% und ich wollte dieses Shampoo einfach mal probieren. Weil ich es auch mega gut, ich meine, es riecht jetzt nicht so geil. Eher noch so ein Gewürzgarten. Bäh. Aber mal schauen, wie es ist, weil das kann man auch nachfüllen dann. Da gibt es dann zum Kaufen nur die Nachfüllung auch und das finde ich mega. Also das, ich meine, ich bin jetzt nicht so extrem der Nachhaltigkeitsjunkie, ihr kennt es mich jetzt schon. Besonders bei der Menge, was ich aufgebraucht habe, werdet ihr nächsten diesen Monat sehen, dass ich nicht so ein Nachhaltigkeitsjunkie bin. Aber bei manchen Sachen, wenn man drauf schauen kann, finde ich es gar nicht so schlecht. Obwohl die Nachfüllung nicht mal billiger ist. Ich habe mir ein Lippenöl gekauft mit Melone von Hypoallergenik. Ich habe das nämlich probiert und ich fand das so genial, dass ich mir das sofort kaufen habe müssen. Ja, sollte ich halt echt benutzen. Von Aveo gibt es jetzt ganz neu einen Wasserspray Melone. Ich finde die Verpackung jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Aber mir ist eh so sauheiß. Boah. Der riecht aber wie Kaugummi. Der riecht exakt wie ein Melone-Kaugummi aus der Kindheit. Boah. Okay, ist sehr interessant. Bin gespannt, wie er dann ist. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht... Ich meine, jetzt habe ich gerade den hier in Verwendung. Für meine Beauty-Blender. Ihr wisst ja, ich sprühe mich mit dem manchmal auch so zwischendurch ein, weil mir wirklich heiß ist in der Wohnung. Ja. Aber den finde ich auch sehr interessant vom Duft her. Ich hätte mir eher so gedacht, dass das jetzt so... Wer wird, aber nicht einmal. Ich habe mir auch Schmuck gekauft, weil er war reduziert. Das ist ein Armband. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen. Das hat jetzt nur noch 3 Euro gekostet. Das habe ich mir gekauft. Und ich habe mir kleinere Ohrringe gekauft. Die waren auch reduziert um 3 Euro. Da ist ein Delfin dran, Perlen und diese blauen fand ich daran so schön. Badezusätze. Da werdet ihr noch irgendwo in einem Sackerl, habe ich da noch welche, werdet ihr noch welche sehen, weil ich liebe diesen Badezusatz und habe Angst, dass der irgendwann mal aus dem Sortiment geht, weil ich glaube, er ist limitiert. Oder? Da steht gar nicht drauf, dass er limitiert ist. Er steht nicht oben, aber mal schauen, ob er im Sortiment bleibt. Der ist jetzt reduziert auch, also 4-mal habe ich mir noch mitgenommen. Dann habe ich mir reduziert gekauft. Das Alive Duschgel. Ich habe nämlich den Duft auch zu Hause und ich will den bald verwenden. Was sicherlich, ich bekomme in letzter Zeit überhaupt keinen Duft leer und jammer auch noch, das ist jetzt kein Schweiß. Ja, ich habe mich da angesprüht mit dem Spray. Oh, geil. Geil. Sorry. Ist so heiß, ich schwör's euch. Deswegen habe ich die ganze Zeit auch keine Videos gedreht, weil ich sterbe hier herinnen. Ich sterbe wirklich. Bäh. Also, ich habe mir das Alive Duschgel auch noch gekauft. Ja, weiter geht's. Es sind noch 2 Tüten. Ich weiß, ich war ziemlich böse in letzter Zeit. Ich habe da ganz viele Sachen gemischt. Da ist jetzt Body Shop drinnen, Marion No ist da drinnen, also gekaufte Sachen von Marion No. Ich glaube, Biber auch ein bisschen was, also ich habe alles einfach nur zusammengekauft, weil ich alles versucht habe zum Finden in der Wohnung. Da standen überall Tüten rum, ich bin echt gestört. Ich habe mir von The Body Shop, die haben ja jetzt gerade aktuell wieder einen Sale und ihr wisst ja, ich liebe The Body Shop Produkte, in letzter Zeit rede ich ja von nichts anderem mehr. Und da gab es, glaube ich, mal eine Limited Edition, die heißt Kindness Pier.
Und da habe ich mir die Body Lotion, also die Body Butter gekauft. Ihr wisst ja, ich liebe die Body Butters von The Body Shop. Badebomben habe ich mir auch gekauft. Vielleicht benutze ich da jetzt bald eine. Aber die habe ich mir auch gekauft von derselben Reihe. Die Freundin hat eh gelacht, weil ich mir gleich beide mitgenommen habe. Dann von dieser Reihe habe ich mir, glaube ich, noch irgendwas gekauft. Aber ich sehe das gerade nicht. Ja. Einmal das Duschgel habe ich mir auch mitgenommen. Und irgendwas habe ich noch mitgenommen, aber das sehe ich jetzt. Oh ja, da. Ich habe mir die Seife davon nämlich auch mitgenommen. Ich weiß, ich habe ein Problem. Ich habe echt ein Problem, aber ich fand die Duftrichtung so geil. Ich habe nur an dem Duschgel gerochen. Boah, Schatz, ich glaube, ich vertrage den Spray nicht. Seht ihr das? Ich bin komplett rot. Seht ihr das? Oh Gott. Ich glaube, ich vertrage den Spray nicht. Okay. Ja, egal. Machen wir mal weiter. Ignorieren wir, dass es jetzt gerade rot wird wie eine Tomate da am Hals. Ach du heilige Scheiße. Okay. Ignorieren wir das mal. Es juckt nicht, aber es ist rot. Oder es ist von... Ja, egal. Ignorieren wir das mal. Ich schwitze wie ein Schwein. Man sieht es eh schon an meinen Haaren. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Das verwirrt mich jetzt gerade so extrem. Das ist echt arg, oder? Riecht das da auch? Nö, nur da. Sehr schön. Wunderschön. Okay, egal. Die Seife von Body Shop von Kindness P habe ich mir auch gekauft. Dann gab es auch noch eine Love and Plum Serie. Da habe ich aber nur die Body Butter mitgenommen. Die fand ich auch gut. Die fand ich wirklich, wirklich gut. Jetzt fängt es doch an, leicht zu brennen. Ich glaube, ich vertrage den Spray nicht. Aber das ist echt arg, oder? Das ist echt arg. Live-Test und der Live-Test ist so, dass ich da allergisch reagiere. Sprühen wir mal darauf. Vielleicht reagiere ich da auch. Wenn ja, bringe ich ihn Montag gleich wieder zurück. Schauen wir mal. Die Love & Plums habe ich mir auch gekauft. Die riecht auch mega geil. Da habe ich mir aber nur die Body Butter gekauft und komischerweise glaube ich nicht das Duschgel. Dann gab es eine Serie, die so wunderschön ausschaut von The Body Shop. Jetzt gucke ich gerade mal auf meinem Arm, aber da ist nichts. Die heißt Japanese Camellia Cream. Ich mache sie jetzt nicht auf, aber die hat der Tester, der hat mich umgehaut. Und ich wollte mir beim nächsten Body Shop Besuch eigentlich die noch einmal kaufen. Aber sie gibt es nicht mehr. Die gibt es leider nicht mehr, weil die limitiert, glaube ich, war. Na, Blödsinn. Die Verkäuferin hat mir und meiner besten Freundin erzählt, dass die leider aus dem Sortiment geht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also wenn ich die mal aufbrauchen sollte und dann leer wird und ich sie mir nicht mehr nachkaufen kann, werde ich weinen. Ich habe die Schnauze voll, ich schwöre es euch. Ich habe echt die Schnauze voll. Ich mag keinen Sommer mehr. Ich hasse Sommer offiziell. Es ist offiziell, ich hasse Sommer. Also... Von The Body Shop habe ich mir noch so ein Set gekauft. Ich wollte mir diese kleine, dieses Abschminkbalm extra kaufen. Jetzt fängt es doch an zum Jucken. Ja, aber ich habe es mir dann, sie hat mir das vorgeschlagen, die Verkäuferin, dass da halt die Mascara drin ist und dass das halt günstiger ist. Deswegen habe ich es mir mitgenommen. So. Dann, darüber habe ich mich so gefreut. Ich habe gesehen, die haben eine Augenmaske. Beim The Body Shop. Und erst war ich so, soll ich mir die kaufen oder soll ich sie mir doch nicht kaufen? Es fängt an zum Jucken. Soll ich sie mir kaufen oder lieber doch nicht, weil du hast so viele Augenmasken. Und die Freundin von mir hat eine neue Karte gemacht, also eine Body Shop Karte und hat daraufhin die Augenmaske gratis bekommen. Und die Verkäuferin war so lieb und hat mir die dann auch geschenkt. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so darüber gefreut. Ich bin richtig ausgetickt, weil ich die gratis dazu gekriegt habe zu meinem Einkauf. Ich habe mich so gefreut drüber. Und sie hat das richtig gemerkt, dass ich mich überfreue. Und seitdem gehe ich nur noch zu dem Body Shop, weil sie ist so eine liebe Verkäuferin. Am liebsten ist mir das eh, wenn sie da ist. Da gibt es, glaube ich, auch noch eine zweite, die auch sehr lieb ist. Aber ich mag ehrlich gesagt die viel, viel lieber. Und ja, die hat mir die Augenmaske dazu geschenkt. Da habe ich mich wirklich drüber gefreut. So, es hört irgendwie nicht auf. Es hört irgendwie nicht auf. Ich bin ein Idiot. Ich habe mir die Augenpads noch einmal gekauft, obwohl ich die noch zu Hause hatte in Hülle und Fülle und habe sie mir trotzdem gekauft. Ich bin ein Trottel.
Aber wenn es so weitergeht, muss ich auch einen Karton anfangen, wo ich auch diese Augenbett sammle, weil ich habe keinen Platz mehr im Kühlschrank. Also zwei Packungen habe ich mir noch gekauft. Ich werde auf jeden Fall jetzt öfter die von Action benutzen, weil ihr seht ja, dass ich da viel zu viele habe jetzt aktuell, ne? Ich habe mir zwei Bodylotions gekauft von Elisabeth Arden. Die benutze ich auch gerade, das ist jetzt mein zweites Backup. Ich habe wundersamerweise noch einen Marionot-Gutschein bei mir zu Hause. In irgendeiner Tasche habe ich den gefunden. Und ich habe gar nicht gewusst, dass ich den noch habe. Ich dachte, ich habe ihn ausgegeben, aber war nicht so. Die Creme hätte 28,99 € gekostet, da waren aber 20 € auf der Karte oben und deswegen habe ich mir die dann gekauft, weil ich habe nur noch 8 € dafür bezahlt. Und ich liebe diese Bodycreme. Ich habe mir auch den Duft wieder gekauft. Jetzt habe ich ihn zweimal. Einmal benutze ich ihn gerade aktuell schon. Der hat nur noch 12 € bei Marionot gekostet. Ich hoffe ja immer noch, dass die bald diese Bodylotion reduzieren. Aber mal schauen. Weil die ist der Oberhammer, die Bodylotion. Ich schwöre es euch, die ist so gut. Da geht gar nichts drum. Da geht wirklich nichts drum, muss ich euch sagen. Dann habe ich mir die noch gekauft. Ich habe die extra online über den Shop dort bestellt, also die Verkäuferin hat die mir bestellt, weil ich die unbedingt haben wollte. Das ist von der Litchi Lime, diese Honey Drops Body Lotion. Ja, ich habe ein Problem. Aber ich muss sagen, ich schmier mich auch schon braver ein, also. Ja, und es sind, naja, ich habe die Body Shop Sachen vergessen. Da sind ja auch Body Lotions dabei. Ich habe noch eine Packung gekauft. Vielleicht schenke ich eine einer Freundin, dass sie mal probiert. Oder eine davon. Ich habe 3 neue Packungen gekauft, obwohl ich so viele zu Hause habe. Ich bin echt nicht mehr normal. Von Jeffree Star habe ich mir auch noch ein paar Sachen gekauft. Einmal ein, also nicht einmal, einmal ein Kajalstift, so. Das ist so ein grüner. Den habe ich mir auch gekauft. Der war um 10 € reduziert. Und dann habe ich mir noch... Das sind alles, glaube ich, Lipgloss, wenn ich mich nicht irre, oder? Nein, Blödsinn, doch nicht. Ich habe mir 2 Lipgloss und einen weißen Concealer noch gekauft. Also ich werde den als Lidschatten-Base zweckentfremden. Ja, habe ich mir auch noch gegönnt. Weil ich habe die von... Wie heißt denn der... Ich habe die von irgendeinem YouTuber und ich mag die Base nicht. Dann habe ich noch 2 Lipgloss gekauft. Ich hoffe, ich kann die euch zeigen, weil die sind so dämlich verpackt jedes Mal. Einmal den hier. Wird Zeit, dass ich die auch benutze. Ich weiß ja nicht, ob ich es nicht bereue, dass ich mir die Lipgloss gekauft habe, aber... Und einmal den hier. Und den finde ich voll schön. Ich meine, die Jeffree Star Sachen sind wenigstens reduziert, also... Die Freundin und ich waren beim Bieber und wir haben bei der Reduziertware geschaut und da habe ich noch ein paar Pinsel gefunden von einer alten Essence Limited Edition und die habe ich mir sofort nochmal nachgekauft. Einmal den hier mit diesen, ich habe den auch noch einmal, aber ich wollte den einfach noch einmal haben. Dann habe ich mir diesen Kaffee-Pinsel nochmal gekauft. Von, ich weiß gar nicht mehr, welche Limited Edition das war. Ah, da, Wanna Be My Honey. Da haben sie auch den Pinsel um 2,50 € reduziert. Ihr wisst ja, Pinsel kann ich nie genug haben. Der hat auch nur noch 3 € gekostet, den anderen. Der andere, dieser Coffee-Ding hat auch 2,50 € gekostet. Dann habe ich den noch Good Luck Charm von der Limited Edition von Essence gefunden, der 3 € nur noch gekostet hat. Und dann habe ich 2... von Bieber mir genommen. Die waren eigentlich nur random, weil mir diese Verpackung da, also dieser Stiel so gut gefallen hat bei dem Pinsel. Ich packe die euch mal kurz aus. Die sehen so aus und ich habe die kaufen wollen. Und die hat man nicht scannen können bei dem Kauf. Und daraufhin hat die Verkäuferin mir die beiden geschenkt. Sowas ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Sowas ist mir echt noch nie passiert. Sie hat gesagt, heute ist mein Glückstag, weil man die nicht scannen kann, schenkt die mir die so dazu. Echt arg, oder? Also das ist mir, glaube ich, wirklich noch nie passiert. Bin echt happy drüber. Ich hoffe, dass die gut sind, weil da ist, ich meine, ich will jetzt nicht zu viel, weil ich schwitze, ist so ein Schwein, aber ich finde die von der Qualität gar nicht so schlecht, weil die sind sehr weich und ich finde das mega geil. Die waren nicht scannbar und deswegen hat die mir die gleich geschenkt.
echt arg. Also das ist echt arg. Ich habe doch mal Glück im Leben, ne? Die Freundin hat eh gemeint, das ist wenigstens mal das gute Karma, das ich mal abbekomme. Ich fühle mich so ekelhaft, ihr könnt euch das auch gar nicht vorstellen, wirklich wahr. Ich habe noch ein paar Masken. Einmal habe ich mir die von Balea gekauft. Die Kokos Pitaya, die habe ich mir jetzt auch noch mitgenommen, als würde es ja nicht reichen. Zweimal, ich habe sie endlich gefunden, die straffende Hydrogenmaske von Balea mit diesem mega geilen Design. Ich habe sie mir gleich zweimal mitgenommen. Eigentlich hatte ich sie dreimal, habe aber dann meiner Freundin eine geschenkt, jeweils von der Melone und jeweils von der Kokos, weil ich habe die Melone mir auch zweimal gekauft. Ja, ich bin ein echter Maskenjunkie. Da sind die anderen beiden noch vom Action, die ich gemeint habe. Die Orange und die Grüne Tee. Ich bin mir ein, dass ich die mal gehabt habe, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Aber probieren wir es mal. Dann habe ich zwei Masken mitgenommen. Die musste ich einfach mitnehmen. Und ich war brav und habe sie nicht gebunkert, aber ich musste mir sie einmal unbedingt mitnehmen. Es gibt jetzt beim Action von Cinderella so eine Fußmaske und ich habe die unbedingt haben müssen. Ich fand die sowas von süß, die Idee. Also ich bin schon gespannt, wie die ausschaut. Ich glaube, das soll leider nicht so wie ein Schuh ausschauen, sondern wenn man da oben das sieht, das sind eher so die Stöckelschuhe nur auf dem Ding aufgedruckt, aber ich bin schon so gespannt, wie das ist. Und dann, weil es ja nicht reicht und ich ein echter Disney-Junkie bin, habe ich mir auch die Handmaske gekauft von Minnie Mouse. Das ist so eine süße Verpackung. Das ist so süß, wirklich. Ich bin echt gespannt, wenn ich die bald benutze, wie die sind. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich möchte euch nur kurz ein paar Proben zeigen und Geschenke. Ich glaube, die habe ich nämlich auch geschenkt bekommen. Es ist nämlich ziemlich viel. Ich war ja beim Marino, beim Müller habe ich sogar was bekommen, beim Nodino, glaube ich, und beim Body Shop. Die Maske, die Augenmaske habe ich euch ja eh schon gezeigt. Ich habe einmal, ich glaube das war beim Marino, eine Chanel Make-up-Probe bekommen. Die sieht, ich glaube, das kann man nicht erkennen jetzt. Die sieht so aus. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann habe ich einmal eine Tuchmaske bei Müller geschenkt bekommen. Finde ich auch voll cool. Aber ich glaube, die hatte ich mal und ich war von der nicht so begeistert. Aber egal, probieren wir es nochmal. Bei Müller habe ich dann noch gekriegt. Da habe ich aber jetzt nicht mehr alles drinnen. Ich glaube, ich habe mir nur zwei Sachen davon behalten. Und die anderen zwei Sachen habe ich meiner Freundin geschenkt. Von Marlies Müller habe ich auch ein paar Proben bekommen. Finde ich wirklich nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. So, dann habe ich Theology heißt das, ein Serum bekommen. Das war, glaube ich, von Marionneau. Das werde ich auch bald verwenden, damit ich auch ein bisschen was noch leer mache. Es ist ja nicht so, dass ich so wenig hätte bis jetzt, aber egal. Ich habe auch von Lancôme einen Spiegel geschenkt bekommen bei Müller. Finde ich auch voll cool. Da war ich wirklich überrascht. Dann habe ich eine Haarpflegeprobe. Ich mit meinem Dann. Ich bin ein bisschen überfordert. Von The Body Shop habe ich die Body Butter Moringa gratis bekommen. Die liebe ich ja. Bin ich gespannt, wann ich die verwende. Was für die Haare habe ich auch. Das war von Marionneau. Das habe ich aber noch nicht verwendet. Muss ich endlich mal verwenden, weil die Freundin von mir fragt mich jedes Mal, ob ich schon benutzt habe oder nicht. So, dann. Oh, ich habe gerade gesehen, ich habe mir noch von Primark so ein eine Aufbewahrung für die Sonnenbrille mir gekauft, weil das kann man an die Tasche hängen und das fand ich urcool. Deswegen habe ich mir die gekauft. So. Proben. Ich habe wirklich viele Proben bekommen. Besonders bei Marino kriege ich immer viele. Dr. Kitzinger, eine, ich glaube, eine Tagescreme ist das. Die sieht so aus. Bin auch so ein bisschen auch am Proben minimieren. Man macht halt nicht leichter, wenn ich noch ein paar dazu kriege, ne? Die wollte ich aber unbedingt haben von Shiseido, die Jutsu See. Das ist so eine Schlafmaske eigentlich. Ich freue mich schon auf die. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich die Probe an Bord habe. Da bin ich schon echt gespannt, wie die ist. Da bin ich wirklich gespannt, wie die ist. Und ich will die bald probieren. Eine Augencreme habe ich auch wieder gekriegt von Lancôme. Das war aber, glaube ich, sogar beim Nodino. Oder beim Marino. Eins von den beiden. Fokussiert auch. So. Habe ich auch gekriegt. Bei Müller habe ich einen Collister Augen-Make-up-Entferner geschenkt bekommen. Das finde ich auch geil. Also über den habe ich mich wirklich mega gefreut, weil den kann ich dann mitnehmen wieder
nach Bad Ischl und Budapest. Ich freue mich so drauf. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr. Der wird dann mitkommen. Ja, dann lasst gerade fangen. Und dann habe ich noch 4 Duftproben. Vielleicht habe ich aber irgendwo noch Proben, die ich euch dann zeigen muss. Könnte gut möglich sein. Boah, schaut euch das an. So, egal. Easy Miyake, da habe ich aber, glaube ich, schon, da habe ich aber noch eine Probe auch. Ich habe den, glaube ich, jetzt 2-mal. Vielleicht sollte ich den bald mal benutzen. Der riecht nämlich nach Flieder. Und ich bin gespannt, wie der bei mir riecht. Dann habe ich den Dolce Gabbana La Blue Forever. Da habe ich mich auch drüber gefreut, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, wie der bei mir riecht. Da bin ich echt gespannt. Von Narciso habe ich von dem neuen Duft, da habe ich mich auch eigentlich drüber sehr gefreut, von dem ganz neuen, der jetzt aktuell rauskommen ist, habe ich eine Probe bekommen. Und vom Ambre habe ich auch eine Probe bekommen. Ich bin echt happy drüber. Man merkt es eh, glaube ich. So, dann habe ich mir noch einen Lidschatten bei Marionneau um 12 Euro gekauft von Yves Saint Laurent. Ich wollte den unbedingt haben. Ich fand den sowas von schön. Schaut euch das an, wie nur vom Sitzen meine Haare total verschwitzen. Jesus Maria. Und ich wollte noch ein Video drehen, da vergeht es ein. So, so sieht das gute Stück aus. Es blendet ein bisschen. Und Achtung, so sieht der Lidschatten aus. Ich habe mich so in diesen Lidschatten verliebt. Ich habe ihn auch dort probiert, weil da war ein Tester vorhanden. Ich finde den so wunderschön und ich freue mich schon, wenn ich den bald benutzen kann. Ich weiß zwar noch nicht, wann, aber ich freue mich schon drauf. Ich habe dann vor, dass ich den vielleicht für die Arbeit verwende. Aber mal schauen. Beim Müller, deswegen habe ich auch so viele Geschenke bekommen mit dem Set von Marlies Müller, mit dem Augen-Make-up-Entferner, die Maske und irgendwas, glaube ich, war noch als Probe, wenn ich mich nicht irre. Psst, Deppa, das ist grauslich. Ich habe mir von Shiseido, ich habe in irgendeinem Video, habe ich euch das erzählt, dass ich ja darüber nachdenke, mir das zu kaufen. Das ist mit 50er Lichtschutzfaktor diese BB Sport Cream. Und ich freue mich schon, wenn ich die benutzen kann, weil ich merke jetzt auch wieder, dass das mit dem Make-up ein bisschen zu viel ist. Und ich finde es cool, dass das einen 50er Lichtschutzfaktor hat. Auf das freue ich mich wirklich extrem. Ich hatte ja von dem eine Probe, das war zwar der Vorgänger damals, aber ich hatte davon eine Probe und ich bin echt gespannt, wie der ist. So, dann habe ich ein paar Ampullen mir gekauft. Wem wundert's? Mich nicht mehr. Leider war die Kollegin schneller als ich und sie hat die ganzen Tag- und Nachtampullen aufgekauft, weil die waren schon reduziert und ich habe leider keine mehr erwischt. Leider. Finde ich echt schade. Sie hat aber eine, glaube ich, liegen gelassen. Also die war dann noch in einem Körbchen drinnen und ich glaube, die hat sie vergessen und die habe ich mir dann geschnappt. Die habe ich ihr weggekauft. Ich finde das echt schade, dass ich davon nicht noch mehr erwischt habe, weil ich mag das so, so gerne und leider hat sie mir alle weggekauft. Aber es gibt jetzt eine neue Limited Edition. Ich habe euch ja vor kurzem vorgejammert, dass ich mich wundere, warum es keine neuen Limited Editions gibt. Und ich habe auch eine neue reinbestellt und die müsste heute dabei sein bei der Lieferung. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich heute nicht arbeiten bin. Da gibt es nämlich gerade aktuell auch so eine 1+1 Gratis-Aktion, wenn man die am Bullen kauft. Aber ich bin ja Montag eh wieder da und ich habe mir die Niacinamid-Ampulle gekauft. 2-mal, eine habe ich sogar schon verwendet. Da ist die Verpackung jetzt ehrlich gesagt nicht so geil, aber ich finde die Ampulle nicht schlecht. Ich finde gut, dass die nicht so schäumt und ich mag die wirklich gern. Also die würde ich mir auch bunkern wieder, aber erst dann später. Ich meine, ich habe jetzt noch so viele von dieser Ingwer und von dieser Glow-Ampulle. Da sollte ich mal welche aufbrauchen, weil da habe ich echt übertrieben, habe ich das Gefühl. Aber ja. Ich habe mir noch einmal 4-mal die SOS-Ampulle mitgenommen. Gott sei Dank gibt es die wieder. Die war nämlich reduziert und ging aus dem Sortiment. Aber ich habe gesehen, wir kriegen die noch einmal, Gott sei Dank. Und wir haben sie auch jetzt gerade wieder aktuell im Sortiment. Weil ich finde die mega. Also wenn man eine so empfindliche Haut hat wie ich, wenn man Sonnenbaden war, fand ich, ist die mega. Wenn man danach dann noch die, oder davor, die Tuchmaske noch verwendet, finde ich das Bombe. Wirklich. Also, das schlägt, glaube ich, alles. 5 Schweißausbrüche später. Ich glaube, es waren nicht nur 5, sondern mehr. Und meine letzte Tüte. So. Ich habe mir von Piper die Today Limette und Grapefruit, diese Erfrischungstücher, gekauft. Ich habe nämlich in letzter Zeit so einen extremen Tick, dass ich so oft Tasche wechsle und jedes Mal habe ich manchmal in einer keine Erfrischungstücher drinnen, keine
kein Desinfektionsgel und das macht mich so kirre, dass ich mir eigentlich Zeit nehmen wollte und das befüllen wollte, so drei Taschen, die ich dauernd habe, und habe wieder vergessen, weil ich gerade die sehe und habe mich gerade so verwirrt gefragt, oh, das wolltest du ja auch noch machen. Naja. Ja, mein Gott, gibt's Schlimmeres. Da habe ich noch drei von diesen Limone-Badezusätzen und ich weiß, dass ich mir noch welche gekauft habe. Ich glaube, ich werde mir eine ins Badezimmer geben und werde da heute noch eine benutzen, weil ich so viele gekauft habe. Da ist nämlich noch eine, sehe ich gerade. Also noch so ein Badezusatz. Alter Schwede. Nachgekauft habe ich mir auch meine Nivea InDouche Lotion, weil ich die ja so extrem aufbrauche. Ihr habt es ja im letzten Aufgebraucht-Video gesehen, ich habe zwei verbraucht und habe auch den Stefan gefragt, ob er die nicht mit mir mitverwendet. Aber er hat gesagt, nein. Ich meine, okay, im Sommer geht man, ich meine, ihr seht ja, wie sehr ich jetzt schon schwitze. Ich werde fix jetzt dann noch duschen gehen. Deswegen geht die auch relativ schnell leer, aber ich liebe die und seit ich die verwende und mich brav eincreme, habe ich dieses Jucken, jetzt juckt es mich gerade schon, aber dieses extreme Jucken an den Beinen noch nicht mehr. Beim Bieber habe ich entdeckt, beziehungsweise die Verkäuferin hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe nur die Sorte gesehen von Colgate, das ist diese mit Tea and Lemon. Ich habe die Sorte gesehen und habe mir gedacht, so, klingt interessant, ne? Finde ich echt spannend. Hab mir auch da deswegen jetzt nicht die von Terra Naturi gekauft, weil ich die zweimal mir gekauft habe, weil so eine 1+1 Aktion war. Und ich habe mich verliebt in dieses Teil. Ich habe eine jetzt schon leer und ich habe mich verliebt in dieses Ding. Es, könnt ihr euch noch an das erinnern, wo ich so einen Hype hatte wegen dem von Balea, dieses Grapefruit, diese Mundspülung. Und dann gab es die nirgendwo und ich bin richtig ausgetickt und habe die in Tschechien dann gebunkert. Und ich habe einen Nachfolger gefunden, einen würdigen. Die ist so genial. Ich liebe die. Also ich würde die mir immer wieder nachkaufen. Ich habe aber gesehen, bei Müller gibt es sie nicht. Das heißt, ich müsste da zum Bieber dafür. Aber ja. Kann man verschmerzen. Ich habe mir noch zweimal das Duschgel gekauft. Eines werde ich mir auch gleich in die Badewanne stellen. Oh, ich habe das so vermisst. Ich habe das so vermisst. Ich liebe dieses Duschgel. Und den letzten habe ich auch schon erzählt. Gehe ich ja öfter duschen, man wäre ja jetzt nicht bei der Hitze und kriege halt auch dementsprechend mehr Duschgel leer und deswegen habe ich mir das jetzt noch zweimal gekauft, weil da war auch -20% drauf. Deswegen habe ich mir auch die Nivea InDouche Lotion nochmal gekauft, das heißt, da gebe ich auch eine schon ins Badezimmer. Es war auch eine Garnier-Prozent-Aktion und da war ich auch sehr, sehr böse. Ich habe mir ganz, ganz viel von Garnier gekauft. Einmal habe ich mir das Melone-Shampoo endlich einmal gekauft. Ich habe mich immer davor gedrückt. Aber jetzt habe ich es mir doch gekauft. Ich meine, hätte ich vielleicht nicht machen müssen, weil ich ja eh noch so viele andere Shampoos habe. Aber ja, jetzt mit dem Stefan kriege ich so schnell Shampoos leer. Das ist echt arg. Also das ist wirklich arg. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe mir das auch. Ist nicht so schlimm. Dann war ich ziemlich böse und habe mir von Garnier, ich finde jetzt die restlichen da drin nicht, die müssen dann nämlich noch mehr drin sein. Dreimal habe ich mir fix nochmal das Trockenshampoo von Garnier mitgenommen mit Melone. Das gibt es nämlich leider nur noch beim Bieber bei uns. Beim Müller wurde das leider aufgelassen. Und da gibt es nur noch das Kokos und ich glaube das Minze oder so. Und die beiden mag ich nicht. Das Kokos ist okay, aber ich mag das Melone viel, viel lieber. Ich meine, wer hätte gewundert, dass ich das Melone nicht mag? Also, wer hätte sich gewundert? So. Dreimal habt ihr es hier. Ich habe es aber sicher noch irgendwo da drin. Na bitte, da haben wir gleich noch eins. Also vier. Ja, habe ich mir gegönnt. Beim Bieber war ich ziemlich böse. Ich habe ja gesagt, ich haue mir eine rein, wenn ich mir Düfte kaufe. Eigentlich sollte ich mir jetzt eine reinhauen. Aber ich habe limitiert und reduziert beim Bieber gefunden von Aden die Düfte, die ich unbedingt haben wollte. Ich habe aber einen Deal vor. Bevor ich mich jetzt selbst vor der Kamera schlagen muss. Ich habe mir gedacht, vielleicht sortiere ich ein paar Düfte noch aus, weil ich habe auch einen zu einem Geburtstag vor kurzem verschenkt. Und vielleicht sortiere ich wieder aus. Das habe ich ja auch einmal gemacht. Ja, aber ich freue mich so auf die beiden. Das ist einmal das Feige und einmal das Granatapfel. Ich bin so gespannt, wie die zwei sind. Ich bin wirklich so gespannt. Ich kaufe mir eigentlich nie Blinddüfte, aber da konnte ich einfach nicht anders. Beim Müller habe ich mir, in einer anderen Filiale war das aber, habe ich mir die Bodylotion von Jill Sander gekauft, ich weiß. Ich habe den Duft auch noch daheim. Ja, vielleicht benutze ich den bald, das sage ich zu allen Sachen.
Aber ich wollte die unbedingt haben. Ich habe mich damals so geärgert, dass ich mir sie nicht gekauft habe. Und jetzt habe ich sie. Ja. Ich sollte da aber viel mehr die Düfte auch benutzen, die ich gerade aktuell offen habe und ein bisschen minimieren. Ich muss mir eh was überlegen. Ich habe nämlich so überlegt, ob ich nicht vielleicht mir ein paar mehr in die Arbeit mitnehmen soll, weil da kriege ich ja doch mehr leer. Aber ich verwende doch jetzt zur Zeit mehr Proben, weil ich sehe gerade, dass ich da schon wieder Proben drinnen habe. Da habe ich wieder den Easy Miyake Duft. Dann habe ich den Galore. Da gibt es ja diesen neuen. Den habe ich auch, wo ich mir ja den Kokos gekauft habe. Den Mistior habe ich, den neuen, den finde ich auch geil. Der sieht so aus. Und von Shinsanda Sun in Sunset. Über den freue ich mich extrem, dass ich den gekriegt habe. Weil der interessiert mich sehr. Ich war auch beim TK Maxx und habe dort von Organic Shop, heißt die Marke, diese Body Desserts gefunden. Da fliegt man gleich aus der Hand. Caramel Cappuccino heißt das. Ich habe auch die Banane auch und ich war so happy, wie ich das gefunden habe. Die riechen so geil, die Sachen, und die kriegt man bei uns in Österreich nicht. Und ich bin ja bald in Budapest und ich muss mich da echt zusammenreißen. Ich habe gesehen, ich habe viel zu viel Sachen gekauft, die ich gar nicht kaufen hätte dürfen. Und jetzt denke ich mir so, weil ich das gerade sehe, wenn ich dann in Budapest bin, wollte ich eigentlich von Palmolive so viele Duschgele wie möglich mitnehmen und eben von der Organic Shop. Wenn wir bei dem Laden, das war glaube ich bei einem Müller war das, da gab es die Reihe und ich will mir unbedingt davon noch ein paar Sachen kaufen. Aber jetzt habe ich ja diesen riesen Pottich beim TK Maxx gefunden, worüber ich mich extrem gefreut habe. Ja. Noch beim TK Maxx habe ich das Guave Duschgel mir gekauft. Ich weiß, ich bin ein richtiger Chorus-Junkie und ich fand das so geil vom Duft, dass ich mir das einfach mitnehmen musste. Das riecht so dermaßen geil. Ich werde das mir auch dann gleich ins Badezimmer stellen. Ich bin gespannt, wie ich das finde. Ob ich das genauso mag wie die anderen Chorus-Sachen. Eine Zahncreme habe ich mir auch nochmal gekauft. Ich glaube, das war beim Biber auch. Diese Dental Delight Sachen sind echt geil. Ich bilde mir ein, ich habe die auch schon mal gehabt. Das ist die Bahama Breeze und mit Kokos-Ananas-Geschmack. Und ich habe jetzt gerade eine andere mit so Eiswürfeln, die was nach Gletschereissachen schmecken soll. Die ist auch geil. Ich habe die sogar zweimal. Und da habe ich mir gedacht, okay, nimm die nochmal mit. Obwohl ich ja generell genug Zahnpasta habe, aber egal. Eine Melone-Fächer habe ich mir gekauft von Claire's. Ich liebe die. Ich habe gerade meine Haare ein bisschen durchgefächert und du kriegst gesehen, wie nass meine Haare sind. Voll peinlich. Ich glaube, ich mache das Video bis zum Ende hin so. Es ist so furchtbar heiß bei mir herinnen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich meine, umsonst sitzen und schwitzen tut doch keiner eigentlich. Aber bei mir in der Wohnung ist es so dermaßen heiß, dass, schaut euch das an, ich bin komplett nass da hinten. Ich mag nicht mehr. Ich mag echt nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf den Sommer. Ich jammer euch jetzt stundenlang, glaube ich, noch voll. So, ich zeige euch noch die letzten Sachen. Die Reinigungstücher von KDR wäre genauso ein Sortiment. Die Hanfreinigungstücher. Und ich habe mir da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück gekauft. Kleiner Junkie. Beim Claire's war auch wieder eine Aktion. Könnt ihr euch noch erinnern, ich habe damals immer diese mutantischen Nestmasken dort gekauft, weil die von Claire's haben viel, viel geilere Sorten als wir. Und ja. Ich bin böse gewesen und habe wieder... Ich vertrag den Melonenspray. Ich bin wieder rot. Ich muss den am Montag zurückbringen. Ich vertrage ihn nicht. Weil da ist es jetzt schon weg. Aber am Arm bin ich auch rot, sehe ich gerade. Toll. Ich vertrage ihn nicht. Finde ich super. Das ist auch noch nie der Fall gewesen, oder? Dass ich was nicht vertrage. Jetzt probiere ich es noch am Bein. Und wenn er dann wirklich da auch rot... Also meine Haut aktiviert, dass sie rot wird. Das war jetzt kein deutscher Satz. Wenn ich da auch rot werde, muss ich dem wohl zurückgeben. Weil ich benutze die Wassersprays immer für meine Beautyblender und ich kann dann nicht mit einem roten Gesicht rumlaufen, oder? Das ist ja voll beschissen. Das ist wirklich beschissen. Und ich mag den aber so vom Duft her. Soll ich ihn mit dem Gesicht probieren? Nee. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Egal, kommen wir zurück zu den Masken. Ja, ich habe mir schon wieder Masken gekauft.
Einmal habe ich mir, weil ja diese Gratis-Aktion war, die drei günstigen Sachen oder so kriegst du gratis. Ja, ich habe mir eine Peel-Off-Watermelon-Maske gekauft. Eigentlich mag ich ja keine Peel-Off-Masken, aber ich wollte die unbedingt probieren. Ihr wisst ja, Wassermelone. White Chocolate Fondue habe ich mir auch gekauft. Die sieht so aus. Eine Coffee and Macadamia habe ich mir gekauft. Bin echt gespannt, wie die sind. Bin wirklich gespannt. Wenn, dann muss ich so schnell wie möglich wieder zum Glas, wenn die gut sind. Eine Coconut Cream habe ich mir auch gekauft, aber diesmal zweimal. Bin gespannt, wie die sind. Ich bin wirklich gespannt, wie die sind. Ich freue mich extrem drauf, die zu benutzen. Die werde ich mir auch ins Badezimmer schon stellen. Da schaut es aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Ja, ich beende jetzt mal das Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich ziemlich viel gejammert habe. Es tut mir leid, aber es ist wirklich heiß in meiner Bude. Ich meine, schaut euch meine Haare an. Mehr Beweis braucht sie, glaube ich, nicht. Und ich sitze nur und rede und hinter mir ist der Ventilator und der hilft einfach nicht. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!